Sehen wir uns dazu einmal das folgende Muster an. Hier haben wir ein klassisches Beispiel. Einmal dunkelgrau wird hier der Planwert dargestellt. Also in dem Fall sind das jetzt hier 1.936 oder eben 1,936 Millionen, je nachdem, was für einen Wert ich da festgelegt habe. Hier unten haben wir dann das Ist von 1.911 und diese Abweichung, also die Gesamtabweichung zwischen den beiden, das wären jetzt insgesamt hier bei minus 25, die wird dann einmal hier aufgerissen von den einzelnen Städten. Also, dass ich da nicht nur das Ganze in den Klassiker habe, also normalerweise wäre das jetzt so, ich habe hier Ist, ich habe hier den Plan und hier habe ich dann einmal die Abweichung in Absolut. Zentrieren wir das Ganze noch einmal und als Ist-Wert hätte ich dann 1911. Hier haben wir dann die 1936 und das Ganze dann eben als minus 25. Und dann hätte ich jetzt hier von meinem Gesamtverhältnis diese minus 25 besser visualisieren kann, beziehungsweise schneller herausfinden kann, wo kommt das Ganze her. Es eignet sich hier sehr gut eben so ein Wasserfalldiagramm. Und da sehe ich dann auch sofort, wo sind die großen Rausreißer. In dem Fall jetzt hier bei Hannover beziehungsweise Lübeck mit minus 72 und minus 65. Und oft ist es so, also ich habe es oft in der Praxis gesehen, dass sehr viele ein Diagramm erstellt haben und waren aber immer wieder damit beschäftigt, dann hier einzeln die einzelnen Farben dann manuell anzupassen über den Farbeimer. Dass man gesagt hat, ja hier, das muss rot sein und das nächste dann wieder grün. Das ist natürlich sehr umständlich und des Weiteren auch diese Werte hier. Also wenn wir eine Abweichung des Wert haben, in dem Fall hier von plus 85, insbesondere bei gestapelten Balkendiagrammen habe ich eben nicht die Möglichkeit zu sagen, zeigt den Wert eben außerhalb des Balkenrahmens an. Also es geht dann nur hier innerhalb, am Anfang oder zentriert. Und auch das ist etwas, was Sie in diesem Videokurs lernen werden. Wir ändern das Ganze einmal von den jeweiligen Werten, dass wir uns hier einmal anschauen, was passiert jetzt hier mit Lübeck. Sagen wir mal, das geht hier rauf auf 300. Dann verändert sich das Diagramm auch entsprechenderweise dynamisch. Hier sehen wir dann auch gleich, ist Lübeck eben an zweiter Stelle mit der zweithöchsten positiven Abweichung mit plus 78 und das Ganze hat sich auch hier einmal gewechselt, komplett auf grün. Wie das Ganze funktioniert, aufgebaut wird und auch welche Formeln dahinter stecken, das schauen wir uns dann in den nächsten Videos einmal an.